Gut, Sportfreunde, Low Carb Training oder eigentlich Trainieren unter Kohlenhydratmangel. Hä? Großes Thema, hört man immer wieder. Man denkt sich irgendwie, wenn du jetzt Low Carb trainierst, bist du nachher verhalten, also doppelt so schnell. Oder? Ich bin nicht so wirklich speziell Fan für Low Carb Trainings. Klar, ich arbeite mit Age Group Athleten bis 9 Stunden, Ironman. Beim Profi kann es nochmal was anderes sein. Aber hier mal mein Input für euch, was ich so unter Low Carb ist, das Ganze ansehe, dann könnt ihr selber das für euch entscheiden, wie das bei euch ankommt. Also wenn ich jetzt die Frage genauer anschaue, dann müsste ich eigentlich schreiben, kann ich mit 240 Watt, nehmen wir jetzt mal 240 als Referenzwert, Low Carb, kann ich schneller werden als mit 300 Watt und Nudeln oder Kohlenhydraten? Das ist so eigentlich die Frage, die man sich ja stellen muss, weil ist logisch, wenn ich Low Carb fahre, dann kommt die Energie von den Fetten und Proteinen. Das heißt, der Sauerstoffbedarf ist da höher. Das heißt, die Leistung sinkt. Also die Frage ist, kann ich mit 240 Watt Low Carb besser werden als mit 300 Watt und Nudeln? Oder anders nochmal gefragt, eine weitere Frage wäre eigentlich, wie will ich mein Training quantifizieren? Wir kennen TSS, Kalorien, Stress Score, Stunden trainiert und so weiter. Aber eigentlich müsste man noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wie viel Sauerstoff habe ich in diesem Training umgesetzt? Weil desto mehr Sauerstoff du im Training über Wochen, Monate, Jahre umsetzt, desto höher steigt dein VO2 Max. Das ist ja eigentlich ganz klar. Und um 300 Watt zu fahren, brauche ich einfach Nudeln. Bis 240 Watt komme ich wahrscheinlich mit Eiern, Avocado, Öl und Nüssen gut durch. Aber am Ende vom Tag, so gesprochen, was macht schneller? Wir wissen, Fett braucht mehr Sauerstoff, um verstoffwechselt zu werden. Das heißt, die Leistung muss sinken. Was ich euch empfehle, ist, ich mache das in zwei Punkten. Zuerst im Coaching mache ich eigentlich so, dass ich zuerst mal die Kohlenhydrate sicherstelle. Das heißt, 95% aller Trainings mache ich mit Kohlenhydraten, 60 bis 80 Gramm pro Stunde. Punkt, Schluss, Amen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das heißt, wir müssen zuerst feststellen, welche Kohlenhydrate kommen auch gut an, was tut dem Athleten gut, wo fühlt er sich wohl und dann wird so trainiert. Das ist eigentlich die ganz große Grundlage für jedes Training. Und dann als zweiter Punkt lasse ich noch den Salzverlust checken, kann man messen, bringe ich dann ein Video im Mai über das. Somit weiß ich genau, kann ich eigentlich ganz genau ran definieren für einen Wettkampf, okay, wir brauchen so viele Kohlenhydrate, so viel Salz. Dann ist mal das Wichtigste eigentlich abgedeckt, um gut zu trainieren, um eben hohen Sauerstoffumsatz zu haben, um die VO2 Max oben zu behalten und Laktatproduktionsrate tief zu halten. Okay? Ich mache teilweise Low Carb Training, das kann in Phasen gut sein, absolut okay, einmal in 10 Tagen oder mal ein Trainingslager auf Low Carb zu trainieren, absolut okay. Da gibt es 2 Varianten, die ich durchspiele. Die Variante A ist mit vollen Speichern. Das heißt, ich bin eigentlich erholt vom Vortag, fahre dann aber nüchtern mit Grüntee oder mit Kaffee los und ernähre mich während der Fahrt nur mit Eiern, Avocado, teilweise Öl und Nüssen. Und trainiere so 4 Stunden und mehr. Diese Trainings können dann gut auch 6-7 Stunden dauern, bis du wieder zu Hause bist. Wichtig ist einfach, dass du plus 4 Stunden da drinnen abfährst. Klar, wenn du ein Ei isst, musst du anhalten, relativ schwierig, Avocado auch. Aber das sind ja auch Low-Carb-Trainings, das sind keine Race-Trainings, wo wir jetzt auf den Intervall schauen müssen und so weiter, sondern da kann man anhalten, Pause machen und essen. Das sind so wie Ausfahrten. Das heißt, Energie kommt, aber es kommen keine Kohlenhydrate oder sehr, 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 sehr wenig. Das ist die eine Version, die ihr mal ausprobieren könnt. Die andere Version ist eigentlich, ich komme leicht Kohlenhydrat erschöpft vom Vortrag. Das heißt, ich stimuliere meinen Körper so, dass er eigentlich am Vortag noch ein richtig hartes Training hat, esse dann ein bisschen weniger Nachtessen, gehe nüchtern raus ins Training als erstes im Morgen und nehme ca. 20 Gramm Kohlenhydrate und 10 bis 20 Gramm Protein pro Stunde ein, dann regelmäßig. Okay? Eigentlich in beiden Fällen passiert etwas Ähnliches, Ketonkörper werden gebildet und angeregt. Die Mitochondrien, also die Kraftzellen in unserem Körper, die durch Größe, Anzahl und enzymatische Leistung definiert sind, bekommen nochmals einen Stimulus. Okay?
Und so erreiche ich natürlich eine mitochondriale Anpassung. Das ist ganz klar, oder? Aber Low Carb, am Ende vom Tag ist mir das Ganze einfach zu wenig wettkampfspezifisch. Also wenn ich einen Ironman mit 220 Watt fahren will, dann muss ich 220 Watt trainieren. Und mit Low Carb komme ich da einfach nicht hin. Aber wie gesagt, in gewissen Phasen könnt ihr das mal ausprobieren. Macht das mal, die Variante 1 oder 2. Behaltet aber Zucker mit euch dabei, bitte, dass ihr einfach im Notfall, wenn es nicht mehr geht, es gibt viele Athleten, die sind zuckerlastig in ihrer Art, haben einen extrem hohen Stoffwechsel und sobald der Shift kommt, fällt die Leistung drastisch und dann, wenn du nach Hause kommst, ist es dann gut, wenn du noch ein bisschen reinzuckerst. Aber probiert das mal aus, schreibt es rein im Text unten, bitte, zu diesem großen Thema Low Carb, vielleicht ein bisschen gehypt. Hier, das war meine Meinung. Danke.